Herr Dr. Schepers, Herr Kern, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Herr Dr. Schepers von der Firma Munditia Technologies GmbH, habe ich das richtig ausgesprochen? Munditia? Ja, genau, richtig. Kurz Munditech, ich nenne es einfach Munditech. Und der Herr Kern von der Startup-Initiative Ab Idee, okay, von der Johannes Hübner Elektrische Maschinen GmbH, So ist wo es. die Munditech jetzt angesiedelt ist. Aber vorab würde ich gerne, hätte ich Fragen an den Herrn Schepers. Es ist jetzt einige Wochen her, dass Ihr neues Produkt, über das wir heute reden wollen, auf dem Markt verfügbar ist. Gibt es eigentlich einen Markennamen dafür? Ja, wir haben einen Markennamen Mundex, dann der ist letztlich auch dann als Marke eingetragen und geschützt. Dann wir haben zwei verschiedene Produkte, einmal das Mundex L, dann eine lösemittelbasierte Lösung und der Mundex W, eine wasserbasierte Hygienebeschichtung. Und wie ist die Resonanz bis jetzt? Also bisher ist die Resonanz enorm. Dann, also wir haben letztlich dann auch nicht damit gerechnet, dann, dass die Resonanz, sag ich mal, in den letzten 2, 3 Wochen so extrem hoch ist. Ne? Dann, also wir sind wirklich völlig überrannt worden mit Nachfragen. Ja. Ich habe in einem Interview gelesen, Sie können 1800 Tonnen pro Jahr produzieren. Meinen Sie, das reicht aus oder wird das knapp werden in der heutigen Also Zeit? 1800 nicht, ich denke so 1500 Tonnen momentan. Wir denken aber jetzt auch schon über Kapazitätserweiterungen nach. Ich habe im Interview gelesen, dass es eigentlich ein Zufall war, dass Sie überhaupt vor einigen Jahren, ich glaube es war 5 Jahre, auf das Produkt gestoßen sind. Wie kam es dazu? Wollten Sie was ganz anderes entwickeln und was wollten Sie eigentlich entwickeln? Ja, dann, also letztlich war es tatsächlich ein Zufall. Dann, wir haben dort als Auftragsforschung gearbeitet für einen großen deutschen Konzern im Bereich Hygiene in Haushaltsgeräten dann und hatten letztlich dann antimikrobielle Wirkstoffe ausgetestet, dann um Formulierungen zu entwickeln und hatten dabei eben sag ich mal, Anhaltspunkte gesehen, dass letztlich dann be bestimmte Blindproben auch aktiv waren. Dann, und das war letztlich dann der Auslöser, dann in den nächsten, kann man sagen, in den nächsten 1, 2 Jahren eben dort intensiver hinzuschauen, den Mechanismus aufzuklären, weil es letztlich völlig unerwartet war. Zum damaligen Zeitpunkt haben wir es einfach für einen Messfehler gehalten. Jetzt müssen Sie noch kurz erklären, was bildbestimmte Blindproben. Ja, Blindproben sind. Blindproben. Blindproben sind letztlich Proben, die keine Wirkung zeigen sollten. Dann, also wo letztlich dann Wirkstoffe fehlen. Dann, ja. Verstehe. Und die haben dann doch eine Wirkung gezeigt, aber auf eine Und die andere haben Art doch und Weise. richtig, Okay. exakt, also anders als erwartet. Dann, und wir haben es eben seinerzeit tatsächlich für einen Messfehler gehalten. Dann haben dann viele Male dann, also über mehrere Monate kann man sagen, dann auch dann die Tests wiederholt, haben dann festgestellt, dass es doch kein Messfehler war, sondern dass da irgendetwas anderes passieren muss. Ein glücklicher Zufall. Seit einiger Zeit sind Sie jetzt bei Ab Idee OK in Gießen im Heckstrauchweg, glaube ich, der Startup-Initiative der Hübner GmbH. Was hat sich da geändert? Was bedeutet das für Sie, dorthin gegangen zu sein mit Ihrer Produktion? Ja, ich denke, der wesentliche Vorteil war, dass also zum einen hier Produktionsmöglichkeiten bestehen, dann also auch letztlich eine Halle, wo man wirklich dann maschinell auch produzieren kann. Sie waren Und vorher im letztlich. TIC, im Technologien-Innovationszentrum Gießen, das muss ich dazu sagen, sind von dort dann zu Ab Idee gekommen. Richtig, genau. Genau, also man kann sich das etwa so vorstellen, dass im TIC letztlich die Formulierungsentwicklung gemacht wurde, dann auch über mehrere Jahre. Die Produkte wurden eben dann in den Formulierungen optimiert, dann, was auch etwa 2 Jahre gedauert hat. Dann, und letztlich, als die Produktformulierung abgeschlossen war, dann war letztlich dann der Übertrag ja notwendig in den industriellen Maßstab. Und dafür bietet die Firma Hübner ja dann auch optimale Voraussetzungen hier mit den Möglichkeiten vor Ort. Gleichzeitig hat man aber auch über Ab Idee OK dann auch Sparingspartner, die einen dann auch in der Unternehmensentwicklung beraten.
Nun ist ja bekannt, dass Wissenschaftler schon seit einigen Jahren davor gewarnt haben, dass so eine Pandemie, wie wir sie jetzt haben, die Corona-Pandemie, kommen kann. Haben Sie damals, als Sie auf dieses Produkt gestoßen sind, auch das im Hinterkopf gehabt? Wussten Sie, da wird mal was auf uns zukommen und das wird das Produkt zur richtigen Zeit sein? Oder haben Sie damit nicht gerechnet? Nein, gar nicht. Ich denke, das war auch nicht absehbar. Ich selbst beschäftige mich mit der Entwicklung von antimikrobiellen Oberflächen, kann man sagen, seit 2010 schon. Mittlerweile 10 Jahre auch mit unterschiedlichen Technologien. Und letztlich war diese Entwicklung jetzt nicht absehbar. Ich glaube, es stimmt, was Sie sagen, Wissenschaftler waren eben, ich glaube, seit 2013 schon dann vor einer solchen Pandemie, dann wie wir sie heute erleben, aber letztlich planbar oder absehbar war es nicht. Dann auch letztlich, dass dieser Wirkungsmechanismus jetzt gegen Coronaviren wirkt, dann war letztlich so auch nicht absehbar. Wir sind ursprünglich angetreten, um letztlich Bakterien abzutöten. Diese Bakterien haben eine Zellwand dann gibt es eben auch bestimmte Viren, wie beispielsweise das Coronavirus, sogenannte behüllte oder umhüllte Viren, die eben auch eine Zellwand haben und da der Wirkungsmechanismus rein physikalisch wirkt und letztlich dann über eine bestimmte Art von physikalischen Wechselwirkung, die eben bei den Bakterien funktioniert, lag jetzt der Schluss nahe, dass es auch gegen das Coronavirus wirken könnte. Und das haben wir dann letztlich dann auch vor einigen Wochen dann ausprobiert und diesen Nachweis auch führen können. Ja, die Nachweise sind geführt worden, das habe ich gelesen, 99,7%. Was waren die genauen Zahlen? Ja, die genauen Zahlen waren, dass also bei Mundex-L eine Abtötungsrate vorliegt, dann innerhalb von einer Stunde bei 95% in der ersten Stunde dann und in jeder weiteren Stunde dann entsprechend von den restlichen Prozenten dann wieder 95%. Dann nach 8 Stunden hatten wir bei Mundex-L, dann kann man sagen, Sterilität mit Abtötungsraten von größeren 99,99%. Mundex-W wirkt etwas schwächer, aber auch da hatten wir Abtötungsraten von über 99% innerhalb von 8 Stunden, beziehungsweise mehr als 99,99% innerhalb von 24 Stunden. Also gute Ergebnisse. Nun haben Sie vorhin schon erwähnt von den Synergien, die Sie bei AbID okay haben. Es gibt noch weitere Netzwerke, die momentan mit Ihnen arbeiten. Das Regionalmanagement setzt sich ein, die Hessische Wirtschaftsförderung, HTAI, alles Hilfe, um Sie zu unterstützen, sich am Markt zu positionieren. Was hat sich da bislang getan? Gab es da Ergebnisse? Ja, positive Ergebnisse gab es in der Tat. Also viele Dinge, die eben dann über diese Netzwerke angeleiert wurden, sind letztlich dann auch weiterverfolgt worden, dann sind auch in ersten Aufträgen gemündet. Ich denke, dass diese Netzwerke auch hilfreich sind. Also zum einen in Kontakten, die dort existieren. Zum anderen verleiht es aber auch ein gewisses Standing oder auch Glaubwürdigkeit nach außen hin. Dann, wenn man einfach sieht, dass also Dinge langsam wachsen. Vielen Dank. Dann würde ich gerne den Herrn Kern fragen. Wie kam überhaupt der Kontakt mit Munditech zustande? Wie kam es dazu, dass der Herr Dr. Schepers Sie angefragt hat? Oder wie lief das? Eigentlich Ergebnis von ganz klassischer Netzwerkarbeit. Wir haben am Anfang des Projekts haben wir sehr viel Zeit investiert, um alle Leute, die sich in diesem Start-up-Umfeld tummeln in Gießen, mit denen Kontakt aufzunehmen, die zu treffen, zu Veranstaltungen zu gehen. Und bei einer dieser Veranstaltungen hat die Frau Wilken-Görig von der Wirtschaftsförderung damals hat gesagt, hey, ich habe da jemanden, das hört sich spannend an, ist das interessant für euch? Und daraufhin wurde der Kontakt vermittelt und man ist in die Gespräche gestartet. Nun ist ja Munditech ein Unternehmen, was nicht einfach nur Büroräume braucht, wie vielleicht ein Digital-Startup, sondern noch mehr Fläche benötigt. War das unproblematisch? Ging das einfach? Hattet ihr die einfach so, die Fläche?
Wir haben das Glück, dass wir 2015 ein neues Verwaltungs- und Forschungsgebäude bezogen haben am Standort bei uns und hatten gewisse räumliche Möglichkeiten parat, die wir durch Umräumen und auch noch Umbauten dann passend für den Herrn Dr. Schäpers zur Verfügung stellen konnten. Und hat der Dr. Schäpers ja schon von den Synergiemöglichkeiten kurz erzählt. Wie sieht das von Ihrer Seite aus? Wie passt Munitech in diesen Unternehmensmix rein, den ihr bislang habt bei UpIDOK? Also wir haben ja einen sehr bunten Mix, dadurch, dass wir wirklich nicht auf irgendwie eine bestimmte Branche oder ein Konzept uns eingeschossen haben, sondern da sehr breit aufgestellt sind und im ersten Moment offen für alles. Wir haben tatsächlich ein Startup, Eluvia, die machen prä- und postnatale Diagnostik. Die haben als Kundenfeld Arztpraxen und Kliniken, was natürlich auch ein potenzielles Kundenfeld für die Firma Munitech ist, ja, die Hygiene dort. Da denkt man über eine Vertreterkonstellation nach und das sind natürlich Leute, die auch schon ein bisschen in diesem Umfeld agieren und auch vom Hintergrund so sind, dass sie auch mal für Gespräche als Sparringspartner herhalten können, ja, wo wir jetzt nicht mit unserer Expertise wirklich Antworten vielleicht für ihn haben. Ansonsten ist es in dem Fall auch vielleicht ein bisschen umgekehrt. Durch die Eigengründung des IT-Werks hat der Herr Schäpers, glaube ich, die Möglichkeit, sehr unkompliziert und hemdsärmlich an IT-Lösungen zu kommen, ob das jetzt Hard- oder Software ist oder was auch immer. Aber ja, da ist schon ein gewisser Synergieeffekt da, muss man wirklich sagen. Ist UpIDOK jetzt ausgebucht oder könntet ihr auch reagieren, wenn jetzt nochmal eine Firma kommt, die ähnliche Anforderungen hat? Ja, wir sind leider räumlich etwas beschränkt am Standort. Was ja schön ist. Man muss sagen, durch jetzt, dass der Herr Dr. Schäpers da ist und auch doch eher wachsend ist in den letzten Wochen, muss man sagen, vom Platzbedarf. Und besagte Firma Eluvia, für die wird jetzt gerade ein Labor eingerichtet, da auch noch am Standort. Und da sind unsere Möglichkeiten doch wirklich begrenzt. Ich meine, wenn man jetzt irgendwas finden würde, ein Startup, das so toll ist, dass man die Gelegenheit nicht liegen lassen kann, würde man sicherlich auch was finden. Ich denke, da zeichnet sich die Firma Lügner aus, da schnelle Lösungen zu finden und auch unkonventionelle. Aber eigentlich sind wir voll. Mit ist ja schön, meinte ich natürlich nicht, dass ihr beschränkt seid mit eurem Platz, sondern dass alles genutzt wird, was ihr eingerichtet habt. Das Regionalmanagement hat ja vor einiger Zeit auch mal eine Reportage gemacht und Fotos gemacht. Ich kann mich daran erinnern, es war ja auch sehr ambitioniert oder es sind sehr schöne Räume und es freut mich, dass das alles gut klappt. Herr Dr. Schäpers, Herr Kern, vielen Dank für das Interview.